In Apostelgeschichte 2, Abvers 5 treten wir plötzlich das Zentrum dieses Heilsgeschehens ein, als jetzt plötzlich das klassische Pfingsten geschah. Und hier steht die Folge, dass dieses Wunder des Zungenredens plötzlich auftritt. Ich möchte mal lesen, es heißt hier, es wohnten aber zu Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heiden unter dem Himmel. Da aber dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden, wörtlich in seinem eigenen Dialekt. Sie erstaunten aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Sprache, darin wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter, die wir wohnen in Mesopotamien, in Judäa und Kappadokien, in Pontus und Asien, in Phrygien und Pamphylien, in Ägypten und in den Gegenden Libyens bei Kyrene. Und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Zungen die großen Taten Gottes verkündigen. Sie erstaunten aber alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr jüdischen Männer und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, das soll ich kund und horchet auf meine Worte. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr wähnt, denn es ist erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure Jünglinge werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, aber auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln. Der Mond in Blut, ehe der große und offenbar werdende Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, errettet werden wird. Ja, vielleicht mit das umstrittenste Kapitel in der Bibel und vielleicht auch mit das gefährlichste. Wir haben hier Pfingsten. Und wir haben hier das Phänomen der Zungenrede. Und ich wollte einfach nicht über den Text drüber gehen, ohne nochmals dieses Phänomen der Zungenrede millimetergenau zu untersuchen von der Heiligen Schrift. Weil die Erfahrung hat gezeigt, dass die Zungenrede auch in den heutigen charismatischen Aufbrüchen doch eine zentrale Rolle spielt. Und ich denke, es ist für uns wichtig, auch die Zungenrede etwas wirklich von der Geschichte, aber auch von der Praxis der Bibel her kennenzulernen, sodass wir sattelfest werden. Also ich hoffe, wenn das Manuskript neu geschrieben ist und dann, sagen wir, normal aussieht, dass ihr es dann in Ruhe studieren könnt. Also der Grundgedanke ist nicht, dass wir heute dieses Manuskript durcharbeiten, das können wir nicht zeitlich, sondern hier sind dann in der Regel alle Bibelstellen minutiös aufgelistet. Aber wir werden das nächste Mal, denke ich, Normales mitbringen. Wichtig ist vor allem, wenn man über Zungenrede sich austauscht von der Bibel her, dass man weiß von der Geschichte, dass Zungenrede kein Phänomen der Christenheit ist, sondern Zungenreden kommt auch in den anderen Religionen vor. Das heißt, Zungenrede kommt auch im Hinduismus vor, Zungenrede kommt scheinbar sogar bei den Muslims vor und war an für sich etwas, das auch den griechischen Mysterienkulten meines Wissens nicht unbekannt war. Das heißt, Zungenrede ist schon mal zuerst etwas Neutrales. Wir müssen von der Bibel her untersuchen, wie meint denn die Bibel diese Sache? In der Kirchengeschichte war es so, dass die neutestamentlichen Geistesgaben eigentlich geschichtlich, nachweislich, nach der Zeit der Apostel ausgetrocknet sind. Sie gingen weg, so wie es die Schrift sagt in Hebräer 2, 3 und 4, dass diese Zeichengaben der Apostelzeit und der Zeit des Messias vorbehalten waren. Und dann findet man in der Kirchengeschichte was sehr Interessantes. Dann blitzen diese Geistesgaben immer wieder auf, und zwar in der Regel unter denselben Vorzeichen. Das Zungenrede tritt zum Beispiel zuerst
wieder auf zur Zeit des Montanus. Da war ein Priester der Kybele, ein Fruchtbarkeitskult in der heutigen Türkei. Und er war der Mann, der zwei Prophetinnen hatte, die dann letztlich behaupteten, dass die Wiederkunft Jesu eben durch den Tod dieser Leute ausgelöst werden würde. Er selber behauptete, dass er eine Inkarnation des Heiligen Geistes wäre. Und die ganze Bewegung ist in der Verirrung gelandet, was auch logisch war. Und dann sieht man lang nichts mehr. Und zur Zeit der Reformation, als ein Aufbruch kam, raus aus dem römischen System, dann plötzlich taucht parallel zu der Reformation, parallel zu der Täuferbewegung, die Zungenrede wieder auf, und zwar bei den Zwickauer Propheten. In der Regel immer im Zusammenhang mit Verführung. Es war hochinteressant. Es gab dann so kleinere Geplänkel in unserer Gegend durch einen Prediger Rock, der Stuttgarter Ecke um 1700. Und dann vor allem eben der große Aufbruch der katholisch-apostolischen Gemeinden, aus denen sich dann nachher die Neuapostolischen degeneriert haben. Es war so ein erster Aufbruch und dann der letzte große Aufbruch zur Jahrhundertwende, die Entstehung der Pfingstbewegung. Und aus ihr heraus, und wir müssen das einfach ganz nüchtern sagen, die Charismatik ist nichts Neues, ist nur eine Weiterentwicklung der Pfingstbewegung. Dann eben diese drei Wellen, erste 1900, der Jahrhundertwende, die Pfingstbewegung, vor allem 1906, Azusa Street, Amerika. Und dann 1960 die Protestanten, dazu 1966 die Katholiken, wo dort in den Großkirchen praktisch charismatische Bewegungen entstehen und plötzlich dieses Zungenreden, das war das primäre Merkmal dieser Bewegung, auftritt. Und dann eben durch John Wimber und durch ja diese Leute die sogenannte dritte Welle. Und heute könnte man schon von der vierten Welle reden. Es geht also immer weiter. Wird immer globaler, geht über die ganze Welt, erfasst immer mehr die Christenheit. Aus dem Grund, nachdem das solch ein weltumspannendes Phänomen ist, dass scheinbar die alten Geistesgaben der apostolischen Zeit zurückgekehrt sind, denke ich auch, dass es für uns wichtig ist, als neutestamentliche Gläubige klar von der Schrift her, ohne Spekulation, ohne Polemik, ohne irgendeine negative Vorzeichen, nüchtern, sachlich von der Bibel her zu untersuchen, was sagt die Schrift dazu, um dann ein ganz nüchternes und, sagen wir mal, unvoreingenommenes Urteil zu fällen. Und das möchte man heute versuchen. So, das Zungenreden, dieses Phänomen, das hier in Pfingsten das erste Mal in der Bibel auftritt, als Erlebnis, das wird lokalisieren. Vom Griechischen her ist der Ausdruck leicht. Dieses Wort Glossa bedeutet ganz nüchtern eigentlich das Organ der Zunge und wird aber im gesamten Zusammenhang auch wie eine Fremdsprache gebraucht. Kann beides bedeuten, die Zunge oder eine Fremdsprache. Ist also hier nichts Ekstatisches, nichts Besonderes, nichts, sagen wir mal, Geheimnisvolles. Was jetzt wichtig ist, es gibt die Übersetzung vom Alten Testament in Griechisch, in Altgriechisch. Das ist praktisch dasselbe wie im Neuen Testament, dieselbe Sprache. Und es ist hier interessant, wenn man diese alte Übersetzung, die schon zur Zeit der Apostel in Gebrauch war und schon zur Zeit Jesu, diese alte Übersetzung der Bibel, die heißt Septuaginta, das ist keine sehr gute Übersetzung, aber immerhin dieselbe Sprache wie das Neue Testament. Wenn man hier jetzt reingeht und einmal untersucht, wo dieser Ausdruck Zungenrede oder Glossa eigentlich herkommt, dann findet man mit Erstaunen, dass in 1. Mose 11 im 7. Vers, als Gott als Gericht über Babel die Sprachverwirrung gibt, dass Gott spricht im 7. Vers, wohlan, lasst uns hinabfahren und daselbst ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehen. Bei dem ersten Wort steht bei Sprache Glossa. Dieser Ausdruck, also Zunge. Man sieht also hier das Alte Testament. Dort wurde vom Verständnis her, wenn man es griechisch übersetzt hat, dieses Wort für Zungenrede in der Regel mit einer Sprache übersetzt. Das war eindeutig das erste Vorkommen hier im Sinne einer Fremdsprache. Das ist keine Frage. Ich habe allerdings nicht untersucht, ob es vielleicht schon vorher mal vorkommt. Aber hier ist es eigentlich heilsgeschichtlich ein zentraler Schnittpunkt. Und gleichzeitig ist hier praktisch das Wort Glossa. Wir haben also vom Alten Testament her so, sagen wir, Bestätigung, dass es im Sinne einer Fremdsprache gebraucht wurde. Was auch wichtig ist im Neuen Testament, wenn man dieses Wort Zungenrede oder Glossa vielleicht besser übersetzt mit Zungen- oder Sprachenrede, wenn man dieses Wort untersucht, dann stellt man auch fest, dass alle Bibelstellen,
alle dasselbe Wort haben. Das heißt, es gibt hier keine zwei Wörter, dass man hier vielleicht eine andere Thematik hätte, vielleicht die Sprache der Engel und die Sprache der Menschen und oder Unterscheidung. Es ist immer dasselbe Wort, ganz nüchtern. Eigentlich können wir es übersetzen mit Sprache oder mit Zunge, wie man will. Ja, jetzt kommen so ein paar ganz wichtige Dinge. Zungenrede in sich als Ausdruck kommt im Alten Testament gar nicht vor. Nirgends. Es wird der Zungenrede nachgeahmt, schau was anderes. Aber als Ausdruck kommt das Wort Zungenrede eigentlich nirgends vor. Von dieser Gabe, im Gegensatz zu der Prophetie, lesen wir im Alten Testament gar nichts. Ist unbekannt. Und was auch interessant ist, in den vier Evangelien keine Erwähnung der Zungenrede, außer in Markus 16. Das heißt, auch hier wird an und für sich die Zungenrede, als der Herr Jesus auf der Erde war, nicht benutzt. Sondern erst als der Herr Jesus aus den Toten auferstanden ist und praktisch im Markus-Evangelium den gesamten Missionsbefehl für die ganze Welt, das ist schon mal interessant, als der Missionsbefehl gegeben wird in Markus 16 für alle, für den ganzen Kosmos, für Juden und Heiden, ist interessanterweise plötzlich eine Zeichengabe erwähnt. Und das Interessante, als hier ein gesamter Missionsbefehl kommt, wird plötzlich eine Geistesgabe erwähnt. Als Juden und Heiden als Ganzes angesprochen werden, Markus 16, 17, plötzlich kommt diese Geistesgabe. Plötzlich redet der Herr von Zungenrede. Und das Interessante ist, als er zum Beispiel Matthäus 28 den reinen Missionsbefehl an die Heiden gibt, redet er nichts von Zungenrede. Als der Jesus in Matthäus 10, Abvers 5, den reinen Missionsbefehl an die Juden gibt, redet er auch von keiner Zungenrede. Aber in dem Moment, wie er in Markus 16 beide Gruppen zusammenfasst, wie er vom Kosmos redet, von der ganzen Welt, dass alle Menschen erfasst werden sollen, dann plötzlich, das ist höchst erstaunlich, ist das Zeichen der Zungenrede da. Und vorher nicht. Das ist also ganz auffällig. Also nochmals, im Alten Testament gibt es keine Zungenrede, in den Evangelien gibt es auch keine, sondern nur diese Stelle in Markus 16 und genau an dem Punkt, als der Herr Jesus sagt, Heiden und Juden sollen missioniert werden. In Apostelgeschichte 1, wir haben ja festgestellt bei unserem Studium, dass das noch Zeit des Alten Bundes war, alttestamentlich, ist ebenfalls keine Zungenrede festzustellen. Und jetzt plötzlich, in Apostelgeschichte 2, als diese alte Verheißung des Festes der Wochen, des Kommen des Heiligen Geistes, als der Heilige Geist kommt, als Geist der Sohnschaft, als die erste Wiedergeburt geschieht, als praktisch die Gemeinde Jesu Christi entsteht, als die Menschen in den Heiligen Geist getauft werden, als praktisch der Leib Jesu Christi entsteht, die Gemeinde, in der Sekunde bricht das Zungenrede auf. Das ist wichtig zu sehen. Wir haben es hier nicht mit einer allgemeinen Geistesgabe zu tun, sondern mit viel, viel mehr. Und interessant ist auch, wo die Zungenrede steht. Wisst ihr, die steht zum Beispiel mitnichten im Römerbrief. Ist logisch. Sondern sie steht immer an den zentralen Stelle, wo sie hingehört. Und das Erste, was auffällt, als die Heiden, die Sprachverwirrung der Heiden entsteht, im Alten Testament taucht das Wort im Griechischen auf. Als der Jesus sagt, alle sollen missioniert werden, Jude und Heiden, taucht diese Gabe auf. Und in dem Moment, wie die Gemeinde entsteht, und wir wissen heute neutestamentlich, die Gemeinde besteht aus Juden und Heiden, die Geretteten, ist die Gabe da. Schlagartig. Von der man nichts weiß, nichts ahnt, nichts sieht. Schlagartig ist sie da, als Errettung geschieht, als der Leib Jesu Christi entsteht. Jetzt kommt was sehr Wichtiges. Wenn wir die Gabe wirklich näher untersuchen wollen, dann müssen wir sehr genau darauf achten, mit was für Personengruppen haben wir es zu tun. Wir haben es hier in Apostelgeschichte 2, haben wir gelesen, Vers 5, mit Juden zu tun. Es wohnten zu Jerusalem Juden. Das ist immer eine ganz wichtige Feststellung. Die Zuhörer, die die erste Zungenrede hörten, die über diese, auf dieser Erde erschallte, waren Juden. Und ich möchte hier zur Einschränkung machen. Es gibt Leute, die sagen, ja, der Herr Jesus hat auch in Zungen geredet. Und hier sind wir einfach am Punkt, wo ich einfach bitten möchte, dass man hier korrekt ist. Die Bibel sagt was ganz Einfaches. 1. Korinther 4, Vers 6. Wir sollen nicht über das Geschriebene hinausgehen. Gott hat uns alles mitgeteilt, was er uns mitteilen wollte. Und Gott hat auch die Zeichengaben und diese Erzählung über diese Dinge so in der Bibel platziert, wie es sein Wille war.
Und von der Logik her und vor allem her ist es so, dass die Bibel nichts von Zungenrede berichtet. Wir können nicht spekulieren, dass irgendjemand vor Pfingsten in Zunge geredet hat. Die Bibel sagt nichts davon, folglich ist es nicht existent. Schon mal wichtig. Sondern die Bibel sagt, diese Zungenrede geschieht in der Sekunde, als die Gemeinde geboren wird und die Leute, um die es geht, sind Juden. Die erste Zungenrede, die haben nur Juden gehört. Und zwar in Jerusalem. Das ist aber interessant, das waren keine normalen Juden, die Bewohner Jerusalems, sondern das waren Juden aus allen Heiden oder aus allen Völkern oder allen Nationen. Das heißt, das waren sogenannte Diaspora-Juden. Juden, die unter den Heiden wohnten, aber trotzdem Juden geblieben waren. Und das Interessante war, diese Leute waren mehrsprachig. Hat es Araber dabei gehabt, die konnten Arabisch plus Aramäisch, diese damalige Sprache. Das Interessante ist, in dem Moment redet der Heilige Geist durch dieses Wunder der Zungenrede, wo Menschen, die keinerlei Fremdsprache unter Umständen beherrschten, Fischer vom See Genezareth. Wir wissen nicht, wie viele Sprachen sie können, aber einfach einfältige Männer vom See Genezareth beginnen plötzlich in Fremdsprachen zu reden, die sie nie gelernt haben. Ein ungeheures Wunder, einfältige Leute reden in fremden Sprachen, und zwar in den Sprachen der Heiden. Und das Interessante ist, diese Juden verstehen die Sprachen. Schon mal was ganz Wichtiges. Hier ist auch was Wichtiges. Wenn man das ganz genau untersucht, fällt einem etwas auf. Die Juden durften dieser Geistesgabe der Zungenrede zuhören. Sie hören die großen Taten Gottes, steht in Vers 11. Aber interessant ist, die Zungenrede hat scheinbar die Zuhörer nicht angeredet. Ist eindeutig. Sondern sie durften nur zuhören. Sondern hier waren Menschen, die haben in ihrer Fremdsprache die großen Taten Gottes proklamiert. Im Sinne eines Lobpreises. Die haben es einfach proklamiert. Und jetzt kommt was Interessantes. In dem Moment, wie Petrus die Menschen direkt anredet, also als Gott direkte Anrede des Menschen will, hört das Zungenrede auf und Petrus redet in einer verständlichen Sprache, ganz normal. Das heißt, das Zungenrede ist hier eindeutig nicht an Menschen gerichtet, sondern es ist praktisch eine Darstellung der großen Taten Gottes, wo man zuhören kann, aber die Menschen werden nicht angeredet. Das ist schon mal von letzter Bedeutung, aus einem ganz einfachen Grund. Es ist heute Praxis, ich habe das selber erlebt, dass zum Beispiel, wenn diese Zungenrede, die heute praktiziert wird, wenn die übersetzt wird, ausgelegt wird, man höre und staune, dann ist in der Regel der Mensch angeredet und eben nicht Gott. Und wir sehen nachher, dass die Bibel sagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Zungenrede nicht die Menschen anredet, sondern Gott. Und der Mensch darf nur zuhören. Und das ist genau, was hier geschah. Sie hörten die großen Taten Gottes, als die Zungenrede erschollen ist, aber sie wurde nicht angeredet. Und in dem Moment, wie praktisch Gott die Menschen anreden wollte, predigt der Petrus ganz normal. Das ist immer ganz wichtig. Das heißt, jede Zungenrede, das ist auch von der Frage der Echtheit her, müssen wir erklären, was echt ist. Jede Zungenrede, die erschallt und übersetzt wird und einen Menschen anredet, ist nicht echt, laut Bibel. Das ist überhaupt keine Frage. Darum steht da in 1. Korinther 14, im 2. Vers, über diese Gabe. Das ist jetzt wichtig, wir sind im Zentrum des Zungenredens. Wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Das ist eine klare Aussage, kann man nicht darüber diskutieren. Das heißt, Zungenrede ist an Gott gerichtet und nicht an die Menschen. Das heißt, wenn ich eine Zungenrede übersetzt bekomme, dann muss Gott angeredet sein. Im Sinne von Lobpreis, im Sinne von Gebet. Aber niemals im Sinne von Verkündigung. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Als hier in der Apostelgeschichte 2 an Pfingsten diese Gabe aufbrach, da haben die praktisch im Heiligen Geist Gott gelobt und gepriesen für seine großen Taten. Und die Zuhörer, diese Juden, haben einfach in Fremdsprachen zugehört. Die haben die Fremdsprachen verstanden. Aber sie wurden von Gott nicht angeredet. Schon mal entscheidend. Die Bibel lehrt ganz nüchtern sachlich, Zungenrede redet nicht den Menschen an, sondern Gott. Schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und jede Zungenrede, die übersetzt wird und nicht Gott anredet, sondern Menschen, kann nicht echt sein. Das ist mal vorab. Schon mal ein ganz wichtiges Kriterium.
Petrus erklärt jetzt den Zuhörern, seinen jüdischen Zuhörern, was hier geschieht. Er sagt, es ist die Verheißung aus Joel. Das heißt, die Geistesausgießung über alles Fleisch. Jetzt ist ganz wichtig. Alles Fleisch heißt alle Menschen. Das ist immer ganz wichtig. Wir haben vorher was ganz Feines festgestellt. Als die heidnischen Sprachen entstanden, also praktisch als das Heidentum seine Sprache bekam, benutzt die griechische Bibel das Wort Zungenrede. Als der Herr Jesus davon redet, dass die ganze Welt, Juden und Heiden, gerettet werden soll, dass also aus allen Gruppen Menschen gerettet werden sollen, kommt Zungenrede. Als die Gemeinde hier entsteht, kommt Zungenrede. Das Interessante ist, der 21. Vers, der Höhepunkt dieser Prophetie aus dem Joel, heißt ganz einfach, jeder, Juden und Heiden, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Also mir ist hier eine ganz seltsame Konstellation. In dem Moment, wie die Bibel hier praktisch in jüdischer Umgebung ganz stark proklamiert, dass die Heiden auch gerettet werden, ist die Gabe da. Ist absolut interessant. Und in anderen Zusammenhängen ist die Gabe nicht da. Und er sagt hier, das ist die Geistesausgießung über alles Fleisch, über alle Menschen. Es geht um die Errettung, dass jeder Mensch gerettet werden kann. Nicht wird, aber kann. Die Geistesausgießung über alles Fleisch. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Nicht nur die Juden. Das ist der Gedanke, der den ganzen Kapitel schon aus jeder Zeile atmet. Das ist interessant. Warum sagt es Gott den Juden? Warum gibt Gott den Juden das Zeichen der Zungenrede und sagt am Schluss, und jeder wird gerettet werden? Das sind Zusammenhänge, die man auf den ersten Blick überhaupt nicht sieht. Ich habe die nie gesehen, als ich die Bibel, sagen wir, etwas oberflächlicher las. Wenn man dann in den Joel hineingeht, das ist ja gut zitiert, dann stellt man einen Unterschied fest. Im Joel heißt es immer, ich will meinen Geist ausgießen. Und hier steht dann noch ein Wort davor, hier heißt es, ich will von meinem Geist ausgießen. Also ohne hier spitzfindig zu sein, macht die Bibel einen ganz klaren Unterschied. Sie sagt, Joel ist eine Gesamtverheißung, wo der Geist ausgegossen wird. Und Apostelgeschichte 2, wo von dem Heiligen Geist ausgegossen wird, ist eine Teilerfüllung. Das heißt, es müssten jetzt logischerweise danach noch mehrere Teile kommen, mindestens einer. Und genau so geschieht es in der Schrift. Also hier haben wir eine Teilerfüllung aus Joel. Und wir sehen, hier der Heilige Geist wurde ausgegossen, hier nur über jüdische Menschen. In dem Moment, wie der Heilige Geist über die jüdischen Menschen ausgegossen wird, wie die Gemeinde entsteht, wie Wiedergeburt passiert, in derselben Sekunde bricht diese Geistesgabe der Zungenrede auf und Gott lässt aus Joel predigen. Er lässt durch Petrus predigen, alle, die den Namen des Herrn anrufen werden, sollen gerettet werden. Er proklamiert hier praktisch allzugängliches Heil für jeden Menschen. Ist wichtig, wenn man hier mal so Zusammenhänge sieht. Was auch ganz wichtig ist, und zwar, wenn wir jetzt zurückgehen in unseren Text aus Markus 16, und hier müssen wir jetzt einfach nüchtern sein, nüchtern und sachlich sein. Und ich hoffe, dass ich euch nicht verwirre durch dieses etwas wirre Manuskript, weil ich gehe jetzt auch vom Manuskript ganz bewusst weg. Das Manuskript ist nur gedacht zum Nachstudieren. Und wichtig ist mir hier, wenn wir in den Markus hineingehen, dann heißt es ganz nüchtern, diese Zeichen aber werden die, welche Glauben, begleiten. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und mit neuen Zungen reden. Und jetzt, was sagt die Bibel? Sie sagt ganz nüchtern, Zungenreden ist ein Zeichen. Also werden schon interessante Zusammenhänge festgestellt. Wir müssen uns ja fragen, wenn man wirklich biblisch hinterfragen möchte, warum redet im Alten Testament niemand in Zungen? Warum redet in den Evangelien niemand in Zungen? Warum wird erst ab Apostelgeschichte 2,1 in Zungen geredet? Warum ist Zungenrede immer an Gott gerichtet, nicht an Menschen? Warum taucht die Zungenrede plötzlich auf, als ein Missionsbefehl gegeben wird in Markus 16, der alle Menschen betrifft, Juden und Heiden?
Warum kommt die Zungenrede ausgerechnet im Zusammenhang mit der Joel-Prophetie? Und der Höhepunkt der Prophetie Joels ist nicht nur die Ausgießung des Heiligen Geistes, sondern der Höhepunkt der Joel-Prophetie lautet: Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Das heißt, Errettung für jeden Menschen möglich. Schon mal wichtig. Aber wir haben hier einfach eine ganz nüchterne Tatsache. Die Bibel sagt, es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, dass das erste Mal in jüdischer Umgebung in Jerusalem auftaucht. Und zwar unter Juden, die aus den Heiden stammten, die dort wohnten. Unter Diaspora-Juden. Und was auffällt, an jeder Bibelstelle, die wir bisher betrachtet haben, wo das Wort Glossa, also Zungen- oder Sprachenrede, kommt, ist auffällig, dass der Zusammenhang in der Regel Juden und Heiden und die Errettung beinhaltet. Schon interessant. Hier scheint ein Zusammenhang zu sein. Es ist natürlich so, wenn wir jetzt weitergehen, ihr habt vielleicht gemerkt, dass es hier einfach Hintergründe gibt, die man beim Bibellesen leicht überliest. Aber ich möchte nochmals betonen, immer wenn es um Juden und Heiden geht, wenn beide angeredet werden, wenn es bei beiden Gruppen um Errettung geht, dann plötzlich steht das Zeichen der Zungenrede da. Markus 16, eindeutig. Missionsbefehl an alle, global, an der Kosmos. Juden und Heiden, plötzlich Zungenrede. Apostelgeschichte 2,1, Entstehung der Gemeinde. Jude werdet wieder geboren. Zungenrede erschallt und gleichzeitig wird proklamiert, aber jeder kann gerettet werden. Heil für die Heiden. Ist interessant, immer in diesen Zusammenhängen. Und dann sagt die Bibel, es ist ein Zeichen. Ein ganz nüchternes Zeichen. Jetzt haben wir schon mal ein ganzer Pack von Tatsachen. Wir wissen noch nicht, was Zungenrede genau ist. Wir wissen noch nichts über die Aufgabe. Wir können noch keine Aussage machen. Aber wir haben Hintergründe. Und der nächste Hintergrund, den wir wissen müssen, die ganze Bibel atmet diese Thematik. Das ist die Stellung der Juden zu den Heiden. Ich denke, wir haben schon gemerkt, dass die Zungenrede muss mit dem Verhältnis von Juden und Heiden zusammenhängen. Weil es immer kommt, wenn die zwei hier praktisch im Zusammenhang mit dem Heil genannt werden. Zumindest was Missionsbefehl betrifft, wo die Entstehung der Gemeinde passiert. Also hier ist etwas Interessantes. Die Juden glaubten nicht, dass ein Heide gerettet wird. Es sei denn, er werde ein Jude. Ein Jude wurde man, indem er zum Beispiel als Mann sich beschneiden ließ, indem er das Mikwe, das Dreifachheit Tauchbad, über sich ergehen ließ und praktisch sich zur Gemeinde hielt und das mosaische Gesetz gehalten hat. Ein sogenannter Judengenosse hat Luther übersetzt, ein Proselyt. Das heißt, für die Juden war es klar, es gibt nur Heil innerhalb dieser Körperschaft Israels. Es gibt nur Heil beim Gott Yahweh, bei ihrem Gott. Und die sichtbare Vertretung dieses Gottes, das war das Volk Israel. Wenn ein Heide gerettet werden will, dann hat er gefälligst Jude zu werden. Proselyt, dann geht die Tür auf. Es war undenkbar für einen Juden, dass ein Heide auf einem anderen Weg gerettet werden könnte, als dass er zum Volke Israel kommt. Das ist eine Thematik, die geht von der Bibel, vom mosaischen Gesetz bis durch ins Neue Testament hinein. Und wenn wir die Stelle richtig untersuchen wollen, müssen wir das beachten. Und hier gibt es dann Auftritte. In Lukas 4, Vers 14, da kommt der Herr Jesus von der Versuchung aus der Wüste zurück. Er geht in die Synagoge, schlägt das Buch Jesaja auf und dann kommt die Stelle über den Messias, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind und so weiter. Das heißt, der Herr proklamiert hier letztendlich sich selber als den Messias. Er gibt sich zu erkennen und sagt in Vers 21, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das heißt, er sagt, ich bin der Messias. Es ist was Interessantes, Vers 22. Die Zuhörer wundern sich über die Worte der Gnade. Die sind scheinbar erstaunt. Aber es wird überhaupt nichts berichtet, dass sie böse wären oder dass sie etwa gar hier ablehnend wären. Sie hören sich das an. Und dann geht der Herr Jesus in die Geschichte Israels hinein und zeigt ihnen ganz klar, dass Israel immer wieder verstockt war und dass Gott zu den Heiden gehen musste. Zum Beispiel hier bei Elia, bei Naaman. Jetzt kommt was Interessantes. In dem Moment, wie der Herr Jesus die Möglichkeit
aufzeigt und hier die Tatsache, dass Gott sich den Heiden zuwendet, passiert etwas. Dann steht in Vers 28 ein Da, ein deutsches Wort Da. Das heißt, die Juden, die hier zuhörten in der Synagoge, die konnten akzeptieren, dass hier eventuell der Messias vor ihnen steht. Die haben das alles angenommen. Sie haben sich nur gewundert, aber keine Rebellion. Und in dem Moment, wie der Herr Jesus sagt, dass Gott sich auch den Heiden zuwenden könnte, da wurden alle voll Zorn in der Synagoge, als sie solches hörten. Nicht als sie gehört haben, dass der Herr Jesus der Messias sei. Es hat sie nicht aufgeregt. Sondern aufgeregt hat sie, als der Herr Jesus sagte, dass der lebendige Gott sich auch den Heiden zuwenden würde. Dann werden sie plötzlich böse und dann regen sie sich auf, als sie das hören. Und am Schluss geht es so weit, dass sie den Herrn Jesus töten möchten. Es gibt eine Stelle in der Apostelgeschichte, die deckungsgleich ist, die an und für sich dieselbe Thematik nochmals aufgreift. Und zwar in Kapitel 22, und zwar hier ist dann etwas Wichtiges, was Paulus tut, ab Vers 1. Er verteidigt sich vor Israel. Er erklärt seine Bekehrung. Er erzählt, wie der Herr Jesus ihm erschienen ist auf dem Weg nach Damaskus. Er erzählt, dass der Herr Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Und er erzählt den Juden, dass durch den Namen des Herrn Jesus die Sünden vergeben werden. Er bringt ihnen eine volle Botschaft des Heils. Und wir hören hier keinen Widerstand. Israel hört zu, vermutlich fasziniert. Aber jetzt kommt der Vers 21. Er sprach zu mir, also Paulus erklärt, dass der Herr Jesus zu ihm geredet hat, ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Jetzt passiert was ganz Seltsames. In dem Moment, wie der Paulus hier vom Herrn Jesus gesagt bekommt, geh zu den Heiden, heißt es, Vers 22, sie hörten ihm aber alle zu, bis zu diesem Wort. Derselbe Vorgang. Beim Herr Jesus konnte sie zuhören, als er sich als Messias zu erkennen gab. Aber in dem Moment, wie er von den Heiden redet, dass es auch Errettung für die Heiden gibt, werden sie böse, möchten ihn umbringen. Bei Paulus dasselbe. Sie hören ihm zu, als er das Evangelium verkündigt. Aber in dem Moment, wie er äußert, dass der Herr Jesus ihn zu den Heiden geschickt hätte, selber Vorgang. Sie hören ihm zu bis zu diesem Wort, erhoben ihre Stimme und sprachen hinweg mit solchem von der Erde. Es geziemt sich nicht, dass er am Leben bleibe. Jetzt haben wir zwei klare Zeugnisse der Schrift, dass die Juden so wütend wurden, wenn ein Mensch geäußert hat hier, dass ein Heide gerettet wird. Dann wurden sie so wütend, dass sie bis an den Mord gegangen wären. Nur wenn man diese Haltung der Juden versteht, versteht man manche Bibelstellen im Neuen Testament. Wir müssen das beachten, was die Bibel für einen Hintergrund gibt. Und Paulus greift es dann auf im 1. Thessalonicher 2, Vers 16. Er sagt hier, ich lese vielleicht ab 15. Er redet von den Juden, welche auch den Herrn Jesus getötet und die Propheten und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen zuwider sind. Sie wehren uns, zu den Heiden zu reden, damit sie gerettet werden. Der dritte Zeuge, eindeutig. Die Bibel lehrt glasklar, dass die Juden nicht wollten, dass die Heiden gerettet werden. Und sie lehrt ganz klar, dass die Juden aktiv dagegen waren, bis an den Rand des Mordes, dass ein Heide gerettet wird. Es sei denn, er war der Jude. Das ist einfach eine Denkweise der Schrift, die wir beachten müssen, wenn hier von Zungenrede die Rede ist. Wenn man das nicht versteht vorher, dann gehen wir in die Irre. Aber wir haben jetzt gesehen, dass der Herr beim Missionsbefehl und überall von der Errettung der Heiden spricht. Es ist interessant. Es ist praktisch, Zungenrede geschehe in der Apostelgeschichte, und zwar in Kapitel 2, als die Gemeinde entstanden wird und als Gott hier verkündigen lässt, dass praktisch die Heiden auch gerettet werden. Und jetzt sind wir plötzlich in Apostelgeschichte 10. Und hier passiert etwas. Hier wird tatsächlich der erste Heide gerettet, ohne ein Jude zu werden. Das heißt, diese Möglichkeit, die Israel so radikal verneint, die Israel so radikal bekämpft, die passiert tatsächlich.
Aber diese Möglichkeit, die der Herr Jesus proklamiert, die der Herr Jesus verkündigt, die er in den Mittelpunkt stellt, auch diese Möglichkeit, die letztendlich von der Verheißung des Joel her im Mittelpunkt steht, dass jeder, auch ein Heide, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden wird, das geschieht, und zwar in Apostelgeschichte 10. Als hier der Petrus zu diesem Heidensoldaten, zu diesem Cornelius kommt, jetzt passiert es ja, er predigt ihnen Jesus Christus. Er predigt ihnen das Heil in Christo, Vergebung der Sünden, das Zentrum des Evangeliums. Und in dem Moment, wie er das predigt, passiert Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Die Gläubigen aus der Beschneidung, das heißt die Juden, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, erstaunten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde, denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott hochpreisen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Es ist doch was Interessantes. Als der erste Heide gerettet wird, und es ist circa, ja, 10 Jahre danach, nach Pfingsten, vielleicht sind es auch nur 8, hier ist eine Lücke in der Überlieferung, oder zumindest in der Darstellung. Ich habe vorher das Jahr 35 nach Christus, hier habe ich praktisch dann nächster Kapitel habe ich plötzlich 42 nach Christus. Aber in diesem Zeitraum war es, Jahre danach, nach Pfingsten, plötzlich kommt wieder Zungenrede. Und die Bibel berichtet nichts, dass eine Zungenrede geschah, außer Apostelgeschichte 2 an Pfingsten. Und jetzt kommt plötzlich wieder eine Zungenrede in Apostelgeschichte 10. Diese Heiden beginnen in der Sekunde, als der Heilige Geist über sie kommt, als sie wiedergeboren werden, beginnen sie in Zungen zu reden. Und die waren nicht wiedergeboren. Man musste ihnen das Heil predigen, ist eindeutig. So wenig wie die Jünger wiedergeboren waren auf dem Ölberg, als der Heilige Geist über sie kam. Wir haben ja gesehen, dass zuerst der Geist der Sohnschaft kommen musste. Und als der Heilige Geist über Israel kommt, redet sie in Zunge und Gott lässt verkündigen, die Heiden werden auch gerettet. Jetzt passiert das Nächste. In dem Moment werden die Heide tatsächlich gerettet. Hier kommt eine ganze Gruppe von Heiden zum Glauben, obwohl die Juden so dagegen waren. Und Gott holt extra den, ich sag's mal, den ersten Mann der Juden, den Apostel, den Chef der Jünger, der jüdischen Jünger, nämlich der Petrus. Er holt den zusammen mit Zeugen. Petrus hätte es vielleicht sonst wäre ausgewichen, so wie wir ihn kennen. Er holt ihn samt Zeugen, stellt ihn hin und demonstriert ihm etwas. Er lässt ihn predigen und in dem Moment, wie Petrus predigt, gibt Gott Zungenrede. Ich weiß nicht, was im Herzen dieses Petrus vor sich ging. Er sieht plötzlich, diese Heiden empfangen den Heiligen Geist gleich wie wir unter den gleichen Zeichen. Das heißt nicht, dass die Zungenrede ein Zeichen ist, dass man den Heiligen Geist empfangen hat. Das ist eine Irrlehre. Sondern unter der gleichen Voraussetzung, wie damals am Pfingsten, gibt Gott zu dieser Wiedergeburt ein Zeichen. Und jetzt beginnt die Diskussion. Juden sind berühmt für ihre Diskussionsfreudigkeit. Und hier beginnt die Diskussion. Und dann sagt Petrus etwas. Er hört die Zungenrede und sagt dann, zu Deutsch, wir dürfen ihnen nicht wehren. Sie haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sie sind wiedergeboren. Er erkennt aufgrund dieser Zungenrede, dass die Juden gerettet waren. Überhaupt keine Frage. Wenn man wie sie in Zungenreden weiß, also sie sind gerettet. Selbe Zeichen wie Apostelgeschichte 2. Die Heiden, Entschuldigung, ja. Nicht die Juden. Also die Juden erkennen plötzlich auch diese Verhassten, diese bösen Heiden sind jetzt gerettet. Was ist passiert? Ja, wenn man dann in Kapitel 11 reingeht, dieser Petrus, der hier nur so mutig sagt, jetzt tauft sie, sie sind jetzt Gläubige, neutestamentlicher Couleur. Dieser Mann kommt nach Jerusalem zurück und dann geht es ihm sehr, sehr, sehr nahe. Seine jüdischen Brüder, die das bei weitem nicht glauben können, sie sind echte Juden durch und durch, sie gehen zu ihm und dann machen sie ihm Vorwürfe. Vers 2. Als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen, du bist zu unbeschnittenen Männern hineingegangen und hast mit ihnen gegessen.
Jetzt hätte mal dieses Phänomen. Selbst Juden, die wiedergeboren waren, die zum Herrn Jesus kamen, die gerettet waren, die hier zum Leib Christi getauft worden waren, haben noch diese jüdische Gesinnung. Sie sind immer noch dagegen, dass Heiden gerettet werden. Sie machen Petrus Vorwürfe. Sie fragen nicht, haben die sich zum Herrn Jesus bekehrt? Sie sagen, nö, es ist verboten vom Gesetz her, hier zu den Heiden zu gehen. Das ist der Hintergrund. Sie denken noch voll jüdisch, dass ein Mensch nur gerettet werden kann, wenn er vorher ein Jude wird. Jetzt ist der Petrus in der Klemme, aber dann beginnt er sich gut zu verteidigen. Er verteidigt sich, wie ein guter Jude sich verteidigt. 1. Korinther 1, 21. Die Juden fordern Zeichen. Und Petrus gibt ihnen das Zeichen. Er sagt, Gott hat mir ein Zeichen gegeben, dieses Gefäß. Als er überführt Israel mit seiner eigenen Seele, mit ihrem Wunsch nach Zeichen, sagt er, Israel, Gott gab mir ein Zeichen. Ich denke, dann wird sie schon ruhiger geworden sein. Er gab mir ein Zeichen dieser unreinen Tiere, schlachte und iss, das heißt, achte niemand gemein, auch nicht die Heiden. War schon gewagte Aussage. Und dann wird es interessant, er muss ja die Beweisführung seiner jüdischen Brüder gegenüber richtig darlegen. Er zeigt, dass Gott ihm das Zeichen gab. Er sagt in Vers 12, der Geist hieß mich mit ihnen ziehen ohne Bedenken. Das heißt, er war vom Heiligen Geist her in der Freiheit mitzugehen. Jetzt haben wir schon zwei Zeugen. Der erste Zeuge, dass Gott ihm ein Zeichen gab. Der zweite Zeuge, dass Gott ihm hier durch den Heiligen Geist innerliche Freiheit gab und er geht mit. Das war auch richtig. Es war so die alte Methode, etwas zu bezeugen auf zwei oder dreier Zeugemund. Petrus war ein Sünder, darum hat er es nötig gehabt, dass man es ihm mehrfach bezeugt. Und Gott macht es in seiner Barmherzigkeit. Dann geht der Mann in das Haus, dann erzählt er seinen Geschwister, was passiert. Vers 14, mit die zentrale Stelle. Dieser Engel hatte diesem Cornelius gesagt, dass dieser Jude, der zu ihnen kommt, dieser Apostel, Worte zu dir reden wird, durch welche du gerettet werden wirst. Der Engel hat ihm also angekündigt und sagt, wenn Petrus dir predigt, wirst du gerettet. Jetzt erklärt er. Hier war wieder ein Zeichen. Auch Cornelius hatte ein Zeichen durch einen Engel. Voll jüdische Argumentation, was hier sich abspielt. Und jetzt sagt er, als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Er sagt also hier passiert das Gleiche wie in Pfingsten. Der Heilige Geist fällt auf diese Menschen, auf diese Heiden. Sie werden wieder geboren und gleichzeitig redet sie in Zunge. Sie haben das gleiche Zeichen wie wir. Er gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt im Heiligen Geist getauft werden. Er sagt also hier, ungeheure Aussage. Er sagt hier seinen Brüdern, die Juden müssen das Heil mit den Heiden teilen. Er sagt hier, auch Heiden werden gerettet. Gott hat es mir gezeigt durch ein Zeichen. Gott hat es mir gezeigt durch innere Freiheit. Und Gott hat es dem Cornelius, dem Heiden, gezeigt durch einen Engel. Und dann erklärt er und sagt, und dann fiel der Heilige Geist auf sie. Gott gab ihnen das Zeichen, das wir kennen von Apostelgeschichte 2, wo ja verkündigt wurde, die Heide werden gerettet. Und dann erklärt er und sagt, das war die Taufe im Heiligen Geist. Das war Wiedergeburt. Man sieht hier deutlich, dass die Bibel zu Wiedergeburt Taufe im Heiligen Geist sagt. Jetzt sagt er weiter, Vers 17, wenn Gott ihnen nun die Deckungsgleiche, das steht hier, in der Mathematik würde man Konkurrenz sagen, absolut deckungsgleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können? Er bringt hier eine ganze Kette der Beweisführung und sagt, sie haben die gleiche Gabe wie wir. Sie haben den Heiligen Geist. Das gleiche Wort wie in Apostelgeschichte 2, 38, von der Gabe her. Jetzt passiert etwas. Als sie das hörten, als die Juden hören, dass Gott Petrus durch Zeichen vorbereitet hat, als sie hören, dass der Heilige Geist Ja dazu sagte, als sie hören, dass Gott sogar einem Heiden ein Zeichen gab, als sie hören, dass Gott bei der Wiedergeburt der Heiden diese Gabe der Zungenrede, diese Zeichengabe gab, dass es mit dem Gleichen bestätigt hat, was in Apostelgeschichte 2 tat und ankündigte, als sie erkennen, dass sie im Heiligen Geist getauft sind und dass sie erkennen, dass die gleiche Gabe ist, als sie das alles annehmen können, da kommt ein ganz seltsamer Ausspruch. Vers 18. Als sie aber das hörten,
beruhigten sie sich. Das heißt, die waren vorher nicht sehr ruhig, die waren wütend. Die waren so wütend wie die Juden in Lukas 4, bloß nicht so böse, weil sie Gotteskinder waren. Aber das Fleisch war das Gleiche, sie wurden wütend. Und sie waren erregt. Also der gleiche Vorgang auch wie beim Paulus in Apostelgeschichte 22, 21. Nur hier ist der Unterschied, hier sind Gotteskinder, sie werden nicht so bösartig wie die Nicht-Wiedergeborenen, sondern sie geht hin und hört Petrus zu. Und jetzt gibt er ihnen eine Kette von Zeugnissen und der Höhepunkt heißt, nachdem sie sich beruhigt haben, da priesen sie Gott. Und was für einen Schluss zieht sie, nachdem ihnen Petrus erklärt hat, Gott gab den Heiligen Geist, er gab das Zeichen des Zungenredens. Petrus erklärt ihnen und sagt, damit weiß ich, dass die Heiden gerettet werden. Jetzt kommt der Schluss der andere Apostel und der anderen jüdischen Brüder, sie sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Und das ist genau die Quintessenz. Er sagt, aha, sie erkannte es an der Zungenrede. Sie erkannte es an dieser Gabe, die Gott über die Heide gab, an dieser Zeichengabe erkannten sie, aha, die Heide, diese Fremdsprachlichen, werden auch gerettet. Aber es hat alles gebraucht, dass die Juden das annehmen konnten. Und wir haben hier einfach eine Tatsache, dass die Bibel hier nüchtern, sachlich, so gut wie in jedem Zusammenhang mit dem Zungenrede, die Thematik aufzeigt, Juden und Heiden werden gerettet. Sie zeigt uns im gesamten Zusammenhang das Spannungsfeld, dass ein Jude das nicht glauben konnte. Sie sagt, die Zungenrede ist ein Zeichen. Lassen wir mal offen für was. Aber in dem Moment, wie die Heide gerettet werden, bricht das Zeichen der Zungenrede auf. In dem Moment, wie die Juden gerettet werden und ihnen verkündigt wird, dass auch die Heiden gerettet werden, bricht das Zeichen der Zungenrede auf. Das ist eine ungeheure Auffälligkeit. Und wenn man die Texte nüchtern liest, es geht hier nicht um Kraft, es geht hier nicht um Zurüstung, es geht hier um Wiedergeburt. Das ist gar keine Frage. Und das Zeichen, dass die Wiedergeburt wirklich geschehen war, war hier letztendlich zu diesen zwei speziellen Gruppen, war hier Zungenrede. Gott ließ das die Zeichengabe erschallen, um etwas anzuzeigen. In Apostelgeschichte 19 passiert nochmals was. Ich lasse mal, ich mich nur nicht übergehen. Dort sind Jünger des Johannes des Täufers. Sie haben nichts von Jesus Christus als Retter gehört. Sie wissen nicht, dass sie an Herrn Jesus gläubig werden müssen. Sie bekehren sich hier, der Heilige Geist kommt über sie und sie redet ebenfalls in Zungen. Man könnte sagen, das ist ja umgekehrt. Das ist umgekehrt. Hat aber seinen Sinn in der Schrift. War mit Absicht. Aber jetzt hier eine ganz wichtige Frage, nüchtern und sachlich. Was lehrt jetzt die Bibel, was ist dieses Zungenreden? Wir haben jetzt ganz seltsame Dinge gesehen, dass immer wenn es um Zungenrede geht, dass in der Regel Errettung der Heiden im Mittelpunkt steht. Dass auch die Juden damals durch dieses Zeichen der Zungenrede erkannten, dass Heiden auch gerettet werden. Und jetzt kommt etwas in 1. Korinther 14, und zwar mittendrin im zentralen Kapitel über die Zungenrede steht in Vers 21. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Zungen und mit fremden Lippen zu diesem Volke reden. Aber auch so werden sie mich nicht hören, spricht der Herr. Darum sind die Zungen zum Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen, nämlich Juden. Und wenn wir jetzt in die Parallelstelle hineingehen, Jesaja 28, Vers 11. Das ist etwas, das eigentlich seinesgleichen in der Bibel sucht. Hier hat die Elberfelder, die Neue hat es übersetzt. Hier ist eine Zungenrede nachgeahmt. Jesaja 28, Abvers 10, da beginnt es. Da heißt Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav. Das ist Zungenrede nachgeahmt. Und dann erklärt er und sagt praktisch, so wird er auch zu diesem Volk, jetzt kommt die interessante Aussage, wie redet Gott? Gott redet zu diesem Volk, das heißt zu Israel, durch stammende Lippen und in fremden Sprachen, das heißt in Zungenrede. Das heißt, Gott redet nicht das Volk an, sondern er redet durch diese Zungenrede zu diesem Volk. Das heißt, er bezeugt ihnen etwas. Und 1. Korinther 14 sagt ganz klar, er bezeugt es ihnen durch ein Zeichen, durch das Zeichen der Zungenrede bezeugt Gott diesem Volk etwas. Wenn er den Text weiterlässt, Jesaja 28, es geht hier eindeutig bloß um eine Thematik und die heißt Errettung. Hier ist vor allem etwas ganz Wichtiges, und zwar er redet hier von der Gerechtigkeit.
Er sagt, wer glaubt, der flieht nicht. Er bringt hier die Glaubensgüter weiter hinter. Aber hier ist nochmal was Interessantes. Er wiederholt die Zungenrede und sagt dann, damit sie rückwärts fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Schon interessant. Wir haben heute auf dieser Erde plötzliche Bewegung, die sagt, wir haben das Zungenreden. Und sie stürzt rückwärts. Und die Bibel sagt, das ist ein Gericht. Wir haben auf jeden Fall ganz nüchtern und sachlich festgestellt, Zungenrede kommt in der Schrift immer vor, in der Regel, wenn es darum geht, dass hier Juden und Heiden zusammentreffen und dass die Heiden gerettet werden. Und die Bibel sagt ganz klar, die Apostel haben in Apostelgeschichte 10 und 11 aufgrund der Zungenrede erkannt, dass Heiden gerettet werden. Und die Bibel sagt in Korinther 14 ganz klar, Zungenrede ist ein Zeichen für die Juden. Ist ein Zeichen für die Juden, dass die Heiden auch gerettet werden. Jetzt ist schon eine ganz wichtige Frage. Warum steht es im Korintherbrief? Warum? Wenn ihr Apostelgeschichte 18 aufschlagt, dann seht ihr, wie Korinth die Gemeinde gegründet wurde. Danach schied Paulus von Athen, kam nach Korinth. Dort fand er einen Juden. Wen findet er? Einen Juden. Namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der vor kurzem samt seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, alle Juden aus Rom zu entfernen oder dass sie weichen sollen. Zu diesen ging er und so weiter. Vers 4. Er hatte aber in der Synagoge jeden Sabbat Unterredungen und überzeugte Juden und Griechen. Das heißt, wenn er jetzt weiterlässt, von Christus, vom Synagogevorsteher, was hier alles passiert. Korinth war in ihrer Wurzel eine judechristliche Gemeinde. Die ist im Zusammenhang mit der Synagoge entstanden und haben sich dann Jude und Heide bekehrt. Und plötzlich war hier eine Mischgemeinde. Nicht wie in Jerusalem, wo nur Juden waren, sondern hier war plötzlich eine Mischgemeinde. Extreme Mischgemeinde. Also wiederum Errettung für Jude und Heiden. Und logischerweise, in diesem Brief kommt dann Zungenrede. Das sind Zusammenhänge, die man oft überliest, wenn man Bibel oberflächlich nur drüber liest. Habe ich jahrelang gemacht, aber hier sind Zusammenhänge. Hier ist jetzt nochmals festgestellt, was in Markus 16 ebenfalls ganz klar festgestellt war. Zungenrede ist ein Zeichen. Hier sagt die Bibel, ein Zeichen für Israel. Sie präzisiert es immer mehr. In Markus 16 steht nur Zungenrede ist ein Zeichen. Im Korintherbrief steht Zungenrede ist ein Zeichen für die Juden. Wir sehen in der Apostelgeschichte, wo praktisch beschrieben wird, wie dieses Zeichen funktioniert. Die jüdischen Leute, die Apostel, erkennen aufgrund dieses Zeichens der Zungenrede, dass die Heiden auch gerettet werden. Das ist schon mal die große Funktion. Also sagt die Bibel, hat die Zungenrede von ihrer Aufgabestellung her eindeutig die Aufgabe, für Israel ein Zeichen zu sein. Und zwar Israel zeichenmäßig zu bezeugen, dass auch Heiden gerettet werden. Das ist die erste Aufgabe der Zungenrede. Ein Zeichen für die Juden. Das sagt die Bibel eindeutig. Es hat diese Gabe eine zweite Komponente. Ich weiß, dass auch ernstzunehmende Brüder das anders sehen, aber Ich habe es extra nochmals durchstudiert. Ich hatte ein paar kurze Nächte in letzter Zeit und nochmals geschrieben. Ich kann es nicht anders sehen von der Schrift her. Diese Aufgabe, diese Zunge oder diese Sprachrede hatte eine Doppelaufgabe. Sie war auf der einen Seite Zeichengabe, wird eindeutig bezeugt, und sie kommt dann noch unter dem Katalog in 1. Korinther 12 der Geistesgaben, der sogenannten Charismen. Und sie hatte hier eine zweite Aufgabe. Und zwar, es ist ganz interessant, in Korinther 14, Vers 2 steht ja, dass während Zunge redet, nicht zum Menschen redet, sondern zu Gott. Und dass er im Geiste Geheimnisse redet. Ich habe jetzt festgestellt, im Lauf meiner Verirrungen, aber auch im Lauf der Gnade Gottes, wo ich aus diesen Verirrungen herauskam, dass es in der Bibel auf jedes Wort ankommt. Und dass ich nicht einfach über etwas drüber lesen kann. Wenn die Bibel mir mitteilt, dass die Zungenrede praktisch Geheimnisse beinhaltet hat, dann ist es von letzter Bedeutung, dass ich mir von der Bibel her ganz genau ansehe, was Geheimnisse sind. Ich habe hier, ich denke, es ist das letzte Blatt oder das letzte Blatt, habe ich das Vorkommen dieser Wörter im Neuen Testament. Das ist eigentlich was ganz Einfaches.
Die Bibel lehrt, dass die Geheimnisse in der Regel mit dem Reich Gottes zu tun haben, mit dem Reich der Himmel. Mit Jesus Christus, mit der Gemeinde und mit der Verbindung von der Gemeinde und Jesus Christus. Das ist die eine große Thematik. Die Geheimnisse beziehen sich auf Jesus Christus, auf seine Gemeinde und auf die Beziehung. Das heißt auf den Glauben, auf die Entrückung, auf diese Dinge. Und dann gibt es einen zweiten Block und das ist interessant. Jetzt könnten wir ja denken, die Bibel redet allgemein von Geheimnissen. Das macht sie aber nicht. Sondern sie redet jetzt, wenn sie wieder Geheimnisse aufgreift, vor einer zweiten Gruppe von Menschen. Und dann redet sie nämlich von der Fälschung des Teufels. Sie redet dann vom Antichristen, irdischen Geheimnis. Sie redet von dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und sie redet vom Geheimnis der Hure Babylon. Also die Bibel redet von Geheimnissen, von den Geheimnissen Gottes, von Jesus Christus, seiner Gemeinde und von der Beziehung untereinander. Das sind die Geheimnisse. Und die negativen Geheimnisse, das ist der Antichrist, seine falsche Kirche, die Hure Babel, und die Verbindung untereinander, nämlich die Gesetzlosigkeit. Das ist interessant. Und hier sagt die Bibel praktisch, wenn Zungenrede geschah, wurde nicht Menschen angeredet, sondern Gott. Das müsst ihr euch vorstellen. Ganz praktisch. Die Bibel redet von einer Durchübersetzung dieser Fremdsprache. Also sie redet in keinster Weise davon, dass die Zungenrede ein ekstatisches Gerede ist, das niemand versteht und das dann willkürlich ausgelegt wird. Ich habe, solange ich in der Pfingstbewegung war, selber die Zunge ausgelegt einmal. Ich weiß, wie das geht. Aber das genau sagt die Bibel nicht, sondern sie sagt was anderes. Sie sagt, diese Fremdsprache wurde durchübersetzt. Da war also jemand drinne, der die Gabe hatte, diese Fremdsprache zu verstehen. Und der stand dann auf und hat diese Fremdsprache vollständig übersetzt. Der war durch den Heiligen Geist in der Lage, diese Fremdsprache zu übersetzen. Der hat exakt den Inhalt der Fremdsprache wiedergegeben. Das ist was Interessantes. Diese Zungenrede habe nie gelautet, so spricht der Herr, mein Sohn, mein Kind, mein Volk. Weil die Bibel ganz klar sagt, die Zungenrede hat nie die Menschen angeredet, sondern Gott. Die hat höchstens gelautet, vielleicht in dem jüdischen Umfeld. Du ewiger Gott, wir danken dir das, und dann kamen die Geheimnisse. Was ganz einfach ist, darum sagt auch die Bibel, wenn kein Übersetzer der Zungenrede da ist, soll er schweigen. Weil es unter anderem eine Gabe, Offenbarungsgabe war, um diese Geheimnisse zu offenbaren. Das heißt, die Zungenrede ist als Zeichen erschollen, in ihrer direkten Funktion, ein Zeichen in ihrer indirekten Funktion hat, wenn die Zungenrede übersetzt wurde, hat die Gemeinde Geheimnisse gehört, ohne selber angeredet zu werden. Und so hat Gott seine Geheimnisse geoffenbart, unter anderem durch Zungenrede, unter anderem natürlich durch Weissagung oder Prophetie, unter anderem durch direkte Inspiration, durch Gnosis, durch direkte Wissensvermittlung. Drei Geistesgaben gab es, durch die Gott auch geoffenbart hat. Zungenrede, Weissagung und direkte Inspiration. In unserer Bibel steht Erkenntnis, falsch. Kenntnis, Wissensvermittlung. Das ist jetzt einfach einmal ein Grundsatz. Das heißt, die Zungenrede hat eine zweite Aufgabe, nämlich Geheimnisse zu offenbaren. Jetzt stellt euch vor, die Gemeinde hatte noch keine Bibel. Vielleicht war der Paulus schon wieder ein halbes Jahr weg. Und sie hatte Sehnsucht. Sie hatte zwar Lehrer, Hirten, Propheten, aber jetzt geschah plötzlich durch die Geistbegabten, geschah plötzlich diese Geistesgabe, wo Gott Offenbarung schenkte. Und der Gemeinde Dinge mitgeteilt hat, die für uns heute geschrieben stehen. Darum brauchen wir das nicht mehr, weil es geschrieben steht. Und hat Gott die Geheimnisse geoffenbart. Jetzt müssen wir eigentlich ganz nüchtern sein. Wenn Zungenrede tatsächlich von der Bibel her zwei Aufgaben hatte, nämlich Israel zu bezeugen, dass die Heiden ebenfalls gerettet werden, und als zweite Aufgabe, wenn sie als Offenbarungsgabe gedient hat,
dann müssen wir uns ernüchtern fragen, und heute? Bezeugt heute Gott Israel, dass die Heide gerettet werden? Offenbart heute Gott durch Zungenrede Geheimnisse? Das ist die große Frage. Das heißt zu Deutsch, welche Rolle spielt heute Zungenrede in der Christenheit? Biblisch, nicht menschlich. Menschlich gibt es 100 Meinungen, sondern biblisch. Wir haben hier jetzt noch eine Besonderheit, auf die ich einfach noch eingehen möchte, und zwar diese Stelle, die immer wieder angeführt wird, der erbaut sich selber. Das ist die einzige Stelle, wo die Bibel sagt, dass sich hier ein Gläubiger durch Zungenrede erbaut. Wenn ihr jetzt den Text genau lest in Korinther 14, stellt ihr einfach fest, wie Paulus immer wieder sagt, wer prophezeit, erbaut die Gemeinde, die Gemeinde, die Gemeinde. Man praktisch als Negativum sagt, aber wer zu Deutsch in Zungen redet, ohne dass ein Ausleger da ist, zu Deutsch, der erbaut sich nur selber. Er wurde erbaut, indem er die Geistesgabe betätigt hat. Wenn aber kein Ausleger da war, dass die Gemeinde hier praktisch die Offenbarung erhielt, die Gott ihnen geben wollte, dann war es in den Wind geredet. Aber wenn kein Jude da war, dem er bezeugen musste durch das Zeichen, dass die Heide gerettet waren, dann war es auch in den Wind geredet. Und aus dem Grund gibt Paulus das Schweigegebot, dass er sagt, höchstens zwei oder drei, und wenn kein Ausleger da ist, der die Gabe übersetzt, dann bitte schweigen, weil dann hat die Gabe keinen Sinn. Die ganze Reden über die Erbauung, steht in dem Manuskript auch drin, die ganze Reden über die Erbauung, die Gott gibt, letztendlich steht in 2. Timotheus 3, 16 und folgende. Da steht ganz klar, Gott benutzt das Wort Gottes. Er benutzt unseren allerheiligsten Glaube, der durchs Wort Gottes praktisch geschürt wird, um uns zu erbauen. Er benutzt auch den Dienst der Gläubigen des Leibes Christi untereinander. Aber nirgends sagt die Bibel, wenn man es ganz nüchtern liest, dass die Zungenrede eine Gabe wäre, um mich selber, ich sag's einmal, aufzuerbauen. So ist als Negativum praktisch gemeint. Wenn man es im Zusammenhang liest, kommt man gar nicht mehr auf die Idee. Man kommt bloß auf die Idee, wenn man es im Zusammenhang reißt. Aber man sieht ganz nüchtern, Zungenrede, in dem Moment, wie sie übersetzt wurde, hat die Gemeinde Geheimnisse, darum wird sie auch mit der Weissagung in Korinther 14 gleichgesetzt, ist interessant. Und in dem Moment, wie keiner da war, der sie übersetzen konnte, dann war es eindeutig, schweige, hieß es dann. Sei still. Er sagt, dann rede nicht öffentlich mit dieser Geistesgabe. Mach's, geht nach Hause, aber mach's hier nicht. Geht nicht. Mit der Gemeinde nehme ich dann letztendlich keine Offenbarung geschah. Jetzt eine Zwischenfrage. Warum hat Jesus Christus nie in Zungen geredet? Warum hat Jesus Christus, unser Herr, warum hat er prophezeit? Warum hat er die Gabe der Wunderwirkung angewendet, dass er Tote auferweckt hat, Kranke geheilt hat, prophezeit hat, was mit dem Titus geschah, dass der Tempel zerstört wird, seine eigene Wiederkunft prophezeit hat, das Ende der Endzeit, er hat alles prophezeit, er hat diese Geistesgaben in ungeheurer Fülle gehabt, nämlich ohne Maß. Aber seltsamerweise hat der Herr Jesus nie in Zungen geredet. Und dann kommt der Paulus, dieser Apostel, dieser Jude, der ein Jude war und der von Gott den Auftrag bekommt, die Heiden zu missionieren. Und dann kommt dieser Paulus, stellt sich vor die Leute hin und sagt, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Warum hatte der Herr Jesus die Gabe nicht oder hat sie nicht benutzt? Er hatte sie, weil er alle Gaben hatte, aber warum hat er sie nicht benutzt? Und warum benutzt sie der Paulus mehr als alle anderen? Das ist ganz einfach. Wenn die Zungenrede tatsächlich eine Gabe war, um den Juden zu bezeugen, dass die Heiden gerettet werden, dann war es klar. Der Herr Jesus hat in der Regel in Israel gewirkt und niemand ahnte hier in der Tiefe, dass das Heil zu den Heiden gehen sollte. Aus dem Grund war das Zeichen nicht nötig. Paulus, der Apostel der Heiden, der von Gott den Auftrag hatte, die Heiden zu missionieren, er brauchte als Apostel, als Beglaubigung gegenüber dem Judentum, diese Gabe mehr als jeder andere, war gar keine Frage. Vollständige Logik. Wichtig ist noch, wenn jetzt aber diese Offenbarung in der Gemeinde geschah, was meint ihr, was wurde geoffenbart? Und hier, ich kann nur staunen, was es hier für innere Zusammenhänge der Bibel gibt. Immer wenn die Zungenrede erschallt, geht es um Israel und die Errettung der Heiden.
als Zeichen, als Offenbarung, immer wenn es um diese Dinge geht. Und die Bibel sagt, Zungenrede waren Geheimnisse. Jetzt greift die Bibel das nochmals auf in Epheser Kapitel 3, Abvers 4. Er sagt hier, woran ihr, wenn ihr lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen könnt. Er sagt hier, ihr merkt, ich kenne das Geheimnis Jesu Christi. Und jetzt können wir doch meinen, jetzt wird jeder normale Leser gespannt und sagt, jetzt muss ein großes Geheimnis kommen. Und ist voll Spannung und dann kommt was, wo dann die Meister drüber lesen, weil sie sagen, ach so. Er sagt hier, welches früheren Geschlechtern der Menschensöhne nicht kundgetan wurde. Das heißt, die Menschen wussten das vorher nicht. Wie es aber jetzt, das heißt zur Zeit des Paulus, zur Zeit der Apostel, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist geoffenbart worden ist. Und jetzt kommt das große Geheimnis, das unter anderem durch Zungenrede bezeugt wurde als Zeichen. Und wenn die Zungenrede übersetzt wurde, wisst ihr, was dann rauskam unter anderem? Dass nämlich die Heiden Miterben seien und Miteinverleibte und Mitgenossen seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Das ist doch herrlich. Die Bibel sagt, Zungenrede ist ein Geheimnis. Sie offenbart Geheimnisse. Und in dem Moment, wie das Geheimnis geoffenbart wird, wie das zentrale Geheimnis der Gemeinde geoffenbart wird, sagt die Bibel, es ist dasselbe, was auch die Zungenrede als Zeichen bezeugt hat, nämlich, dass die Heide gerettet werden. Es sind Zusammenhänge, ich habe die nie gesehen früher in der Bibel. Es sind Herrlichkeiten, wenn man sieht, wie hier jedes Zahnrad in das andere passt. Das ist ein wunderbares Mosaik. Immer wenn die Gabe auftritt, bezeugt sie, die Heiden werden auch gerettet. In jeder Beziehung. Aber jetzt kommt eine große, große Frage für uns. Heute in Zungenrede, eine ganz nüchterne Aussage. Was ist los mit Israel? Muss ich heute als Heide praktisch in Zungenrede, dass die Juden glauben, dass wir Heide den Heiland haben? Das ist die große Frage. Die Kirchgeschichte sagt, nein, ist schon lange klar. Aber ich denke, wir müssen hier nüchtern sein. Und zwar in Römer 11, Vers 25 hat die Bibel eine glasklare Beweisführung. Sie sagt, ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis, geht wieder um die Geheimnisse Gottes, unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst für klug achtet, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird und dann wird ganz Israel gerettet werden. Das heißt, hier sagt die Bibel ganz nüchtern, in dem Moment, wie die Heiden praktisch das Heil empfangen und gleichzeitig Israel das Heil verwirft. Das geschieht zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 46, wo Paulus zu den Juden sagt, ihr Juden, wenn ihr das Heil nicht wollt, ich gehe zu den Heiden. Er sagt sie ihnen in Kapitel 18 der Apostelgeschichte und er sagt sie ihnen, und das ist kein Zufall, im letzten Kapitel der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 28, sagt er ihnen am Schluss, das dritte Zeugnis, hintereinander, das ist das vierte, wenn man es genau zählt, sagt er, wie trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern geredet, als er sprach, geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer. Mit ihren Augen haben sie zugeschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich sie heile. So sei euch nun kund, es predigt drin etwas, dass den Heiden diese Errettung Gottes gesandt ist, sie werden es auch hören. Also wieder der gleiche Gedanke. Er sagt hier ganz klar, in dem Moment, wie Israel auf das drei, vier und mehrfache Zeugnis hin, da der Apostel, das Heil verwirft, geht das Heil, es geht durch die ganze Bibel hindurch, geht das Heil eigentlich zu den Heiden. Petrus selbst und auch vor allem Paulus, sie sind die großen Wegbereiter. Petrus darf der erste Schritt tun zu Cornelius. Paulus öffnet dann die Heidewelt und missioniert die ganze Welt. Das Heil geht zu den Heiden. Und die Bibel sagt, bis dass die Vollzahl der Heiden beieinander ist, wendet Gott das Heil speziell nicht mehr Israel zu. Wenn ein Jude heute in den Himmel kommen will, muss er sich bekehren. Ist überhaupt keine Frage. Aber dann am Schluss, wenn die Gemeinde entrückt wird,
und der Heilige Geist von dieser Erde weggeht, dann ist der Heilige Geist nicht mehr ausgegossen. Dann gießt Gott seinen Heiligen Geist ein zweites Mal auf Israel aus und dann beginnt der neue Heilsweg mit Israel. Aber in der ganzen Zeitalter der Gnade, im Zeitalter der Gemeinde, ist es klar, dass die Juden praktisch heilsgeschichtlich zugunsten der Gemeinde zurückgestellt wurden von Gott. Er holt sie dann wieder, aber sie zeitweise zurückgestellt. Und aus dem Grund ist es nicht mehr nötig, Israel zu bezeugen, dass die Heide gerettet werden. Israel weiß das. Und zum Zweiten steht es in der Bibel glasklar geschrieben. Das brauchen wir nicht mehr bezeugen, steht geschrieben. Und aus dem Grund hat auch Gott etwas getan in Johannes 20. Er hat nämlich einen Teil dieser Zeichen gezielt aufschreiben lassen, die er wollte. Da heißt nämlich, Vers 30, Johannes 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buche nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das heißt, der Herr ließ die Zeichen der Schrift aufschreiben. Das sind die Zeichen der Schrift. Ich habe die Zeichen der Schrift. Die ganze Bezeugung auch der Messianität Jesu, die Vollmacht der Apostel steht geschrieben. Das heißt, die erste Aufgabe der Zungenrede, nämlich Israel zu bezeugen, dass das Heil von Israel zu den Heiden geht, dass sie es teilen müssen, ist erledigt. Dieser Auftrag ist erfüllt durch Römer 11, 25 und folgende. Das heißt, diese Aufgabe der Zungenrede hat aufgehört. Ja, wir haben ja gesehen, die Zungenrede hat noch eine Aufgabe. Und zwar die Aufgabe, Geheimnisse zu offenbaren. Jetzt steht im Kolosser 1, Vers 25, Paulus, er redet hier vom Wort Gottes, dass er es auf sein Vollmaß bringt. Wer bringt das Wort Gottes aufs Vollmaß? Wisst ihr, ich hätte so kindlich gesagt, menschliche Denkweise der Johannes, der Jünger, mit der Offenbarung. Aber ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass in der Offenbarung überhaupt nichts Neues steht. Das, was in der Offenbarung steht, sind in der Regel nur Dinge, die bereits in der Bibel zu finden sind. Die ganzen Bilder der Offenbarung sind in der Regel aus dem Alten Testament. Die Frau mit dem Sternenkranz, Sonne, Mond und 12 Sterne, 1. Mose 37, sagt die Bibel klar, ist Israel. Das heißt, man sieht diese ganze Geheimnisse der Schrift wiederum, wiedergespiegelt in der Offenbarung. Das heißt, in der Offenbarung ist nichts Neues. Jetzt geht Paulus hin und sagt, die Geheimnisse Gottes, diese großen Geheimnisse, zum Beispiel Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, diese großen Geheimnisse der Entrückung der Gemeinde, dieses große Geheimnis, dass Gott sich dann Israel wieder zuwendet, dieses große Geheimnis Jesu Christi, er sagt hier, er bringt es auf sein Vollmaß. Paulus sagt, ich bin von Gott dazu ausersehen, dieses Wort auf sein Vollmaß zu bringen, nämlich das Geheimnis, das vor den Zeitaltern und Geschlechtern verborgen war, nun aber seinen Heiligen, das waren jetzt Juden und Heiden, geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und was müsste jetzt Paulus, wenn das stimmt, was ich sage, logischerweise ansprechen am Schluss, wenn wirklich hier um die Errettung aus der Heide geht, dann müsste er zumindest formulieren, es geht um alle, nicht nur um Israel. Und wenn er jetzt Kolosser der Schluss betrachtet, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, das heißt universell, genau der gleiche Gedanke, den eben diese Geistesgabe ausdrückte, die Heiden werden auch gerettet. Blitzt aus jeder Bibelstelle hervor. Das heißt, wir haben jetzt eine ganz nüchterne Aussage. A. Das Zeugnis, dass Israel bezeugt werden muss, dass die Heiden praktisch den Heiland bekommen, das Heil, ist vorbei. Durch Römer 11, 25. Die Geheimnisse Gottes sind durch Paulus geoffenbart. Ist vorbei. Und wiederum im Zusammenhang mit diesen Geheimnissen zeigt er ganz klar, dass letztendlich alle Heiden praktisch von diesem Heilsangebot Gottes profitieren werden. Also nicht alle im Sinne der Allversöhnung, dass man uns richtig versteht, sondern im Sinne von Gott rettet Heiden. Wenn das so ist, was ich jetzt behauptet habe von der Schrift her, was ich auch belegt habe, dann müsste die Bibel eigentlich lehren. Dann müsste die Bibel lehren,
dass es heute kein echtes Zungenreden mehr gibt. Weil niemand mehr Israel bezeugen muss, dass die Heide gerettet werden. Weil Gott keine neue Offenbarung mehr über das Wort Gottes hinaus schenkt. Die Geheimnisse sind geoffenbart in der Heiligen Schrift. Das heißt, beide Aufgaben der Zungenrede sind erfüllt. Von daher frage ich nüchtern, warum soll noch in Zunge geredet werden? Und jetzt müsste die Bibel logischerweise lehren, nüchtern sachlich, dass die Zungenrede aufhört. Dieses Zeugnis müsste logischerweise eingebettet sein in die Zeichen und in die anderen Offenbarungsgaben. Jetzt haben wir in Hebräer 2, 3, Vers 3 und 4, haben wir ganz klare Aussage, dass die Zeichen für die Epoche des Messias, für Jesus Christus, und für die Apostel gegeben waren. Und dann lehrt die Bibel ja eindeutig, dass die Zeichen in der Endzeit zurückkommen als Fälschung. Das heißt, die Zeichen waren hier letztendlich am Anfang zur Zeit Jesu und der Apostel echt, tauchen aber scheinbar in der Endzeit als Fälschung wieder auf. Wisst ihr, jetzt kann man darüber überlegen, was Endzeit heißt. Eigentlich heißt die ganze Gemeindezeit die Zeit des Endes. Also Endzeit. Aber die Bibel spezifiziert, sie gibt so Highlights, wo man sagen kann, dort beginnt es dann richtig. Zum Beispiel die Staatsgründung Israels, zum Beispiel die Rückeroberung Jerusalems und ganz wichtiges Datum, die Balfour-Deklaration, wo das alles wesensmäßig praktisch für Israel geschah. Und das Interessante ist, in dem Moment, wie zu der Jahrhundertwende diese Balfour-Deklaration geschah, geschieht langsam das Aufkommen der Zeichen, und zwar der Falschen. Ist hochinteressant, wie mit dem Zeitpunkt, wo Israel wieder in die Endzeit eintritt, mit schlagartig die falschen Zeichen, beginnt mit den Zeichen der Irvingianer, der Neuapostel, wie hier die falsche Geistesgabe plötzlich beginnt aufzutreten, wie hier plötzlich falsches Zungenrede nach Jahrhunderten wieder im Mittelpunkt steht. Ist hochinteressant. Das heißt, die Bibel müsste eigentlich lehren, dass auch das Zungenrede aufgehört hat, weil es nämlich eine Zeichengabe war. Und sie sagt ganz klar, die Zeichen sind vorbehalten dem Messias und den Aposteln und tauchen dann in der Endzeit als Verführung auf. Also vom Aspekt der Zeichengabe her muss die Zungenrede aufgehört haben. Aber jetzt haben wir ja noch den zweiten Aspekt, den Aspekt der Offenbarungsgabe. Jetzt kommen wir in Korinther 13 an dieses berühmte Kapitel ab Vers 8. Und hier steht was ganz Wichtiges. Hier redet die Bibel von den drei Inspirationsgaben, von der Weissagung oder Prophetie, von der Zungenrede und von der Kenntnis. Hier steht nicht Erkenntnis, hier steht nur Gnosis, das heißt die direkte Wissensvermittlung. Und jetzt kommt logischerweise, kommt von zwei Geistesgaben, nämlich von der Prophezeiung und von der Erkenntnis, wird gesagt, die hört auf, wenn das Vollkommene kommt. Müssen sie aufhören. Und zwar, weil hier sagt die Bibel was ganz Nüchternes. Und da ist die Zungenrede mit hineingenommen, aber bei Zungenrede ist ausdrücklich vermerkt, dass sie nicht zu diesem Zeitpunkt aufhört. Und zwar ist insofern vermerkt, da andere Worte verwendet werden. Und sie wird nicht im Zusammenhang mit dem Kommen des Vollkommenen genannt. Das heißt, die Zungenrede hat im Rahmen der Inspirationsgabe scheinbar eine Sonderstellung. Wisst ihr warum? Weil es die einzige Gabe ist, die ich in der Schrift gefunden habe, die eine Doppelfunktion hat. Nämlich Zeichengabe und gleichzeitig Offenbarungsgabe. Aus dem Grund kann sie nicht zusammen wie eine normale Offenbarungsgabe aufhören, weil sie noch die Funktion aller Zeichen hatte. Und jetzt sagt aber die Bibel hier, ganz nüchtern, die Liebe hört nimmer auf. Das geht nicht, und zwar weil die Liebe das Wesen Gottes ist. Sie kann nicht aufhören. Wo doch die Prophezeiungen ein Ende haben werden, das hört auf, die Prophezeiung, das Zungenrede aufhören wird und die direkte Wissensvermittlung, die Erkenntnis aufgehoben werden soll. Jetzt sagt Bibel, denn wir erkennen stückweise, und das Wort stückweise, dieses Wort steht in 1. Korinther 12, Vers 27. Dort heißt, ihr seid Christi Leib und jedes in seinem Teil Glieder. Das heißt ganz nüchtern, jeder von uns ist ein Teil des Leibes Jesu Christi. Das heißt Ekmerus, dieses Wort. Und selbe Wort benutzt hier praktisch der Paulus. Ein paar Zeilen weiter im Zusammenhang mit den Offenbarungsgaben Gottes. Er sagt dann praktisch, nicht dieses Stückwerk, das heißt mangelhaft, sondern er sagt praktisch, Prophetie, Zungenrede und Weissagung sind Offenbarungsgaben. Und zum Beispiel Prophezeiung und die Gabe der Erkenntnis, diese direkte Inspirationsgabe, hören auf, wenn das Vollkommene kommt.
Das heißt, wenn das Ganze kommt, das Vollkommene heißt Teleios und meint in der Regel vollkommen. Erwachsen, ausgereift, ganz, auf Deutsch, fertig. Einfach etwas, das fertig ist. Und dann muss man den Text nämlich so lesen. Zungenrede als Sonderstellung, das klammern wir mal aus, aber Prophezeiung und direkte Inspiration, direkte Erkenntnis, sie werden aufhören, weil sie nur ein Teil der ganzen Offenbarung Gottes sind. Jedes ist ein Teil. Wenn aber das Ganze kommt, wenn Gott geoffenbart hat, durch Zungenrede, durch Weissagung, und letztendlich auch durch direkte Inspiration. Das heißt, wenn das Vollkommene, die ganze Offenbarung Gottes vorliegt, nämlich das Wort Gottes, dann hören allerspätestens die Inspirationsgaben auf. Schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Wobei wichtig ist, die Zungenrede ist hier zwar mitgenannt, aber sie hat einen anderen Zeitpunkt, weil sie gleichzeitig Zeichengabe war, sie hat eine Doppelfunktion. Wenn man das jetzt ganz nüchtern, sachlich, ohne dass man groß hier spitzfindig ist, wirklich liest und glaubt, was geschrieben steht, dann lehrt die Bibel was ganz Nüchternes. Sie lehrt, dass es im Alten Testament keine Zungenrede gab. Sie lehrt, dass es während den Evangelien keine Zungenrede gab. Was logisch ist, weil es dort nur um Israel geht. Sie lehrt, und das ist wichtig, in dem Moment, wie der Herr Jesus prophezeit, dass Heiden auch gerettet werden, nämlich in Markus 16, oder das im Zusammenhang mit den Juden proklamiert. Ist interessant, als er es allein proklamiert, in Matthäus 28, ist keine Zungenrede. Als er aber dort sagt, Kosmos, also Juden und Heiden, alles zusammen, als er alle anredet, plötzlich ist die Zeichengabe der Zungenrede da. Und Gott zeigt dann durch die ganze Bibel hindurch, er sagt es auch ganz direkt, Zungenrede war eine Geistesgabe, die Israel bezeugt hat, dass die Heide gerettet werden. Und Zungenrede war gleichzeitig eine Geistesgabe, die Geheimnisse offenbaren konnte, durch die Durchübersetzung. Man sagt Auslegung oft, ist aber falsch. Wir sehen dann von der Bibel ganz nüchtern, das waren die zwei Aufgaben der Zungenrede. Und jetzt sucht doch einmal eine Zungenrede hier, ohne dass ihr auf die Juden trefft, werdet ihr keine finden. Das sind die Zusammenhänge der Zungenrede. Und letztendlich lehrt dann die Bibel, müsste lehren, logischerweise, nachdem die Juden auf dem Abstellgleis sind, vor Gott her, nachdem Gott sich den Heiden zugewendet hat, und nachdem alle Geheimnisse geoffenbart sind, nachdem beide Aufgaben erfüllt sind, muss die Bibel logischerweise lehren, dass die Zungenrede aufgehört hat. Und genau das macht sie, indem sie es einbettet in 1. Korinther 13, Vers 8. Obwohl sie hier anzeigt, dass zum anderen Zeitpunkt aufgehört hat, wie Prophezeiungen und direkte Inspiration. Aber als Inspirationsgabe ist sie unter der gleichen Rubrik wie hier unser Text. Und wenn ihr jetzt den Text wieder ganz nüchtern sachlich untersucht, dann seht ihr praktisch, was Bibel sagt von der Inspiration der Schrift. Drei Dinge stellt sie gegenüber. Sie sagt, Glaube, Hoffnung, Liebe, die bleiben. Die sind letztendlich unzerstörbar bis zur Wiederkunft. Das heißt, bei der Wiederkunft ist Glaube kein Glaube mehr und Hoffnung keine Hoffnung, wenn ich den Herrn sehe. Also dort hört es auf, sind wir einig. Und drei Dinge hören auf. Zunge, Weissagung und direkte Erkenntnis. Drei Geistesgaben hören auf, aber drei Dinge bleiben. Das ist eine Gegenüberstellung. Es ist absolut logisch, dass diese drei Dinge dann nicht bleiben können und zusammen aufhören. Sonst wäre der ganze Text unlogisch. Das heißt, die Zunge, die Weissagung und die Erkenntnis hören vorher auf. Und zwar die Erkenntnis im Sinne von direkter Inspiration, nicht Bibelerkenntnis. Und jetzt sagt die Bibel auch hier ganz nüchtern, das Stadium praktisch als Zungenrede, Weissagung und direkte Inspiration noch von Gott benutzt wurde, um zu inspirieren, um letztendlich seinen Wille kundzutun, verhält sich zu der späteren Zeit, als die Gemeinde die Bibel hatte, die vollkommene Offenbarung, das verhält sich wie ein Kind zu einem Erwachsenen und wie ein Spiegelbild im Verhältnis zu der körperlichen Gegenwart. Das Spiegelbild ist undeutlich im Altertum, weil es bloß ein Metallspiegel war. Also nochmals, die stückweise Offenbarung, die Teiloffenbarung durch diese Geistesgaben, in der jede Geistesgabe perfekt war, aber nur ein Teil der ganzen Offenbarung, ist im Verhältnis zu der vollkommenen Offenbarung des Wortes Gottes wie ein Kind, im Verhältnis zu einem Erwachsenen, der dann ausgereift ist. Und interessant ist, dass das Wort das Vollkommene auch Erwachsener oder ausgereift bedeuten kann. Und er sagt dann, es ist genauso wie mit dem Spiegelbild und mit der körperlichen Gegenwart. Und jetzt kommt ja noch die Stelle, über die viele stolpern, was heißt, dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin, nämlich von Angesicht zu Angesicht.
Das war die einzige Stelle, die mich hier noch von dieser Erkenntnis lange Zeit abgehalten hat. Aber wenn wir in 5. Mose 5, Vers 4 hineingehen, dann sehen wir was ganz Erstaunliches. Von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berge aus dem Feuer heraus mit euch geredet. Ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch des Herrn Worte zu verkündigen. Also hier sagt Mose ganz klar, Gott hat von Angesicht zu euch geredet. Wisst ihr, was das heißt, von Angesicht zu Angesicht? Durch das Wort Gottes. Jetzt setzt mal die Erkenntnis in unseren Text ein. Dann heißt es ganz klar, eindeutig, das Angesicht zu Angesicht meint auch hier Offenbarung durch das Wort Gottes. Und damit haben wir eine ganz klare Aussage. Die Zungenrede hat spätestens aufgehört, als sie ihre zwei Funktionen erfüllt hat. Als nämlich das Geheimnis Gottes abgeschlossen war, die Bibel da lag und gleichzeitig auch Israel nichts mehr bezeugt werden musste. Jetzt kann man natürlich spekulieren, hier sagt die Bibel nichts drüber. Ob es der Bar Kochba-Aufstand war, nachdem die Juden endgültig zerstreut wurden, das letzte Gericht, was es war, wissen wir nicht. Aus dem Grund können wir ganz nüchtern sagen, wir wissen nicht, wann die Zungenrede aufgehört hat, die Weissagen und die direkte Inspiration. Aber wir können etwas sicher sagen, spätestens mit der Zerstreuung Israels und spätestens mit der Fertigstellung der Heiligen Schrift hat diese Gabe aufgehört. Wisst ihr, Geschwister, jetzt stehe ich mit der Bibel in der Hand, vor allem eine absolut erschütternde Erkenntnis, dass die Bibel unumstößlich und glasklar, manche Brüder würden sagen, Karl Hermann, sei vorsichtig, aber es ist so klar, auf jeder Zeile, dass die Bibel lehrt, dass es heute kein echtes Zungenreden mehr gibt. Und die Bibel praktisch sagt, zur Zeit der Apostel und zur Zeit Jesu waren sie echt. In der Endzeit kommen sie als Fälschung, als Falsifikat. Wo die Bibel ganz nüchtern sagt, die Aufgabe dieser Geistesgabe, die ist beendet, spätestens wenn die zwei Dinge geschehen. Wisst ihr, und wenn Paulus hier die allgemeinen Geistesgaben, die aufhören bei der Entrückung gemeint hätte, hätte er sagen müssen, die Geistesgaben hören auf, hat aber nicht gesagt. Sondern er greift bewusst diese drei Gaben, diese Inspirations- und diese eine Zeichengabe der Zungenrede heraus und zeigt eindeutig, dass letztendlich Zungenrede heute echt nicht mehr möglich ist. Und zu dem Schluss komme nicht ich, sondern das ist der logische Schluss der Bibel. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, jede Zungenrede, die heute erschallt, ist falsch. Aus dem Grund sind auch die Übersetzungen so schrecklich falsch und redet immer Menschen an, weil sie sowieso falsch sind. Das heißt, die Zungenrede, die heute geschieht, sind 2. Thessalonicher 2. Die große Zeichenbewegung, die dem Antichristen den Weg bereitet, und das ist ja auch, was heute geschieht, dass durch die Zungenrede eben Verbindungen geknüpft werden, die man nie geknüpft hätte. Zum Beispiel, dass ein Evangelikaler plötzlich mit einem Jesuiten zusammengeht. Wäre vor Jahren undenkbar gewesen. Und wenn wir jetzt daran denken, dass eben auch die Mystiker der anderen Religionen Zungenreden haben, dann braucht man kein Prophet zu sein, um zu befürchten, dass über diese spektakuläre Gabe die Welteinheitskirche, die sogenannte Hure Babylon, zustande kommt. Es ist dieser falschen Geistesgabe der Zungenrede gelungen, alle Gräben zuzuschütten und eine perfekte Verblendung herbeizuführen. Wisst ihr, Geschwister, das ist ein erschütternder Schluss. Dann haben wir in der charismatischen und in der Pfingstbewegung, wo ich ja herkomme, haben wir nicht die große Erweckung der Endzeit, sondern wir haben dann in dieser Bewegung die große Verführung der Endzeit. Ich sage es mir immer, Blut in den Herzen. Ich möchte auch den Punkt abbrechen und einfach nochmals beten. Herr Jesus, ich danke dir für die Gnade deines geoffenbarten Wortes, dass du durch Zungenrede, durch Weissagung und durch direkte Inspiration uns dieses herrliche Wort hinterlassen hast. Du sagst von deinem Wort, dass dein Wort nicht nur wörtlich inspiriert ist, sondern die Summe deines Wortes Wahrheit ist. Das heißt, dass dein Wort allein unfehlbar ist und der Mensch in sich ein Lügner. Und ich danke dir für das unfehlbare Wort, das uns auch über diese Zusammenhänge so herrlich aufklärt und uns zeigt, dass du diese Gabe zurückgenommen hast, weil die Aufgabe erfüllt ist. Und du sagst auch deutlich, es wird aufhören, und zwar vor der Entrückung.
Ich danke dir einfach, dass du so gnädig bist, uns hier auch so klar von der Schrift her vor der Endzeit zu warnen. Dass du uns auch gewarnt hast, dass die Zeichen, die in der Endzeit geschehen, falsch sein werden. Und so danke ich dir, Heiland, für jeden, der sein Herz hier bewahren konnte durch deine Gnade. Bitte ich aber, dass jeder in unserer Mitte, der infiziert ist durch diese Dinge, dass er Gnade hat, zurückzufinden zu der Wahrheit deines Wortes, frei zu werden von diesen Dingen. Und ich danke dir nochmals für dein vollkommenes Opfer am Kreuz für Golgatha, mit dem völliges Überwinden und völlige Kraft des Heiligen Geistes für uns möglich ist. Danke dir auch nochmals für dein inspiriertes Wort, das uns den Weg der Wahrheit weist. Bitte ich einfach, Heiland, dass du durch unsere Reihe gehst und dein Werk in unseren Herzen tust durch deinen Heiligen Geist. Und dafür danke ich dir. Amen.